Hey Leute, what's up? Moon hier. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren World of Warcraft Classic Beta Update. Heute habe ich an sich gar nicht so viele neue Nachrichten für euch, da der Ben und ich recht wenig Zeit hatten, miteinander zu spielen. Das ganze Video wird sich um das Kloster drehen, das haben wir nämlich endlich geklärt. Und so ein bisschen um die generelle Stimmung um die Beta, die sich inzwischen ein bisschen gewandelt hat. Das möchte ich gerne jetzt mit euch besprechen. Aber kommen wir erstmal zum Punkt 1. Scharlachrote Kloster. Wir haben es gemacht mit Level 35, 34, 35. Ich glaube, wir sind in 34 rein und sind mit 35 rausgekommen. Wir hatten nur eine Quest dafür. Ich weiß gar nicht, wo es die anderen alle gibt. Aber wir mussten so ein Buch looten und mussten das Buch rausbringen. Ich glaube, nach Ironforge, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon wieder ein bisschen her. Mehr Quests hatten wir einfach nicht. Und das Ganze war aber ein ziemlich cooler Run. Wir haben nette Leute gefunden, haben auch immer wieder ein bisschen gechattet so in der Gruppe. Und was mich besonders gefreut hat, war, genau wie auch die Todesminen, sind ja die Klosterinstanzen, das sind Dungeons, die verändert wurden mit dem Cataclysm. Und ich habe die früher im Originalzustand nicht so oft gespielt. Und für mich war das jetzt eben ganz toll, zurückzugehen und die Original-Dungeons zu sehen, bevor sie verändert wurden. Weil im Cataclysm ja doch schon einiges passiert ist, ne? Ich erinnere mich zum Beispiel, der Friedhof vom Kloster, ne, wo man auch den kopflosen Reiter und so macht, das sind ja in Cataclysm, hat er eine viel dunklere Atmosphäre und das sind diese Knochenhügel überall und die Skelette, die da spawnen und auf dich zugerannt kommen und so. Und jetzt im Classic-Kloster, der Friedhof, ich musste wirklich stehen bleiben. Ich konnte nicht, alle Leute sind einfach reingerannt aus der Gruppe und wollten halt weitermachen. Ich bin in den Friedhof reingekommen, ich musste erstmal stehen bleiben. Ich musste mir das anschauen, wie schön das aussieht eigentlich in Classic. Ne? Der Himmel ist blau, man kann sich richtig umgucken und sieht so, man fühlt sich viel mehr in einem Kloster, finde ich, wie eben in Classic. Weil man überall die Mauern sieht und im Hintergrund quasi die Kathedrale und es ist einfach sau nice. Dazu kommt natürlich, dass Friedhof relativ einfach ist und nur ein Boss hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ne, man geht rein, cleart so ein bisschen den Weg zum Friedhof, auf dem Friedhof und geht runter in die Gruft. Und da ist, glaube ich, nur der eine Boss gewesen. Der Ben hat gemeint, das wäre eine legendäre Hearthstone-Karte, dieser Boss. Ich kann mir den Namen nicht merken von dem. Ich habe keinen Plan von dem scharlachroten Zeug da oben. Aber ja, und so haben wir uns durch das ganze Kloster quasi gespielt. Ich will nicht sagen gequält, weil es war echt chillig. Ich habe geheilt, ne? Der Ben hat die ersten zwei von den Kloster-Innis hat er getankt mit seinem Dudu-Tank, aber für die letzten zwei hat dann der Krieger getankt, weil der Krieger war Level 40 und anscheinend sind die letzten beiden Dungeons von den Kloster-Dungeons hier eben ist doch ein bisschen schwieriger oder für höheres Level. Ich weiß es nicht genau, wie die Level-Range ist. Aber es hat gut funktioniert. Es war immer gemütlich. Ich glaube, wir sind kein einziges Mal gewiped. Wir haben schön Gruppe für Gruppe für Gruppe. Man hatte auch Zeit, sich so ein bisschen eben das alles anzugucken. Ich habe mich immer wieder umgeschaut. Der Konsens für mich ist so ein bisschen, dass ich das Classic-Kloster viel schöner finde als das aktuelle Kloster. Und auch diese, wie soll ich das nennen? Markante Wege, die man, wenn man es an Kloster denkt, vor allem an die Waffenkammer, dann fällt mir immer unten ein dieser Korridor, wo man so zickzack quasi laufen muss, ne? Wo links und rechts diese Kanonen stehen und die Kanonenkugeln liegen und man bahnt sich so von einem Raum zickzackmäßig rüber zum anderen. Da denke ich dran, wenn ich an die Waffenkammer denke, weil das ist irgendwie prägnant, das ist das Level-Design, das Layout, wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich da an das Cataclysm-Kloster denke, dann sind es so 3-4 Räume und dann ist man da durch. Aber im Classic-Kloster, das geht viel länger. Es ist einfach, es ist dasselbe Level, nur viel länger und viel mehr vom selben irgendwie. Das hat mich überrascht. Aber ich finde es ziemlich cool. Oder ich habe es nur gefühlt, weil wir einfach länger für die Mobs gebraucht haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls so oder so hat mir das Classic-Kloster sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten eine lustige Gruppe, da wurde dann am Anfang dieses pikante Deviat Supreme verteilt, ne, wo man das Bufffood quasi essen kann und sich dann in so einen Ninja verwandelt oder in einen Pirat. Und wir waren dann, irgendwann war man voll die Ninja-Truppe, außer Ben,
Der war eben Bärchen und immer wenn er die Form geschiftet hat, dann ist sein Buff verschwunden. Das war ein bisschen schade. Ich glaube, einer war ein Pirat und drei Stück waren Ninjas. Das sah dann schon ziemlich cool aus, wie er durch dieses Kloster gerockt sind. Das hat mir echt gut gefallen. Also alles in allem war es wieder eine sehr positive Klassikerfahrung. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde sogar einfach nochmal reingehen. Nur um es zu machen, selbst ohne Quest. Es hat voll gut XP gegeben, alle vier Teile zu clearen, so ungefähr ein Level. Und es war echt entspannt zu heilen. Ich hatte nie Mana-Probleme oder irgendwas. Es war richtig, richtig cool. Und als Bonus habe ich voll Gear abgestaubt. Vor allem den Stab. Warte mal, war das ganz am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war nicht bei Whitemane oder so. Ich glaube, es war in dem Dungeon davor. Was ist das, die Bibliothek? Ich weiß nicht. Warte mal, wir haben Friedhof, wir haben Waffenkammer, wir haben eben die Kathedrale und Bücherei oder Bibliothek, ne, glaube ich, war der vierte. Und da am Endboss, bei dem Boss, der da halt in diesem Bücherraum steht und so Feuer spuckt und sich im Kreis dreht oder whatever. Zumindest in Cataclysm. Da habe ich einen geilen Stab gekriegt mit voll viel Int und Wille und Ausdauer drauf. Da war ich richtig, richtig laggy. Und ich habe von Whitemane habe ich den Kopf bekommen, den Stoffkopf, wo auch voll viel Ausdauer, nehmen wir mal, voll viel Wille ist da, glaube ich, drauf. Und er sieht halt saugeil aus. Das ist dieser ikonische rote Kopf von Whitemane einfach, den man auch jetzt heutzutage von den ganzen Cosplays oder was auch immer kennt. Whitemane hat ja dann doch ein ganz schönes Maß an Bekanntheit gekriegt inzwischen. Warum auch immer, aber ist so. Okay, ja, soviel zu unserem Kloster-Run. Wir haben danach noch ein bisschen Schlingendorntal gequestet, aber das war jetzt nichts Aufregendes. Das waren die ganz normalen Schlingendorntal-Quests. Hauptsächlich hier von Visa, Hemet, Nessingway irgendwie, wo wir die... Erst mussten wir die jungen Viecher töten, dann mussten wir die erwachsenen Viecher töten, dann mussten wir die alten Viecher töten und Krokodile mussten wir töten und am See drüben mussten wir die... Sag's mir, vom Dampfdruckkartell, Steamweedle-Kartell, wie sie auch immer heißen, mussten wir Leute töten und Kristalle looten. Das hat ewig gedauert, aber wir sind vorangekommen. Dann waren wir noch auf der Insel im Schlingendorntal ganz rechts oben, also sprich Nordwesten, und haben Wasserelementare getötet. Das hat sich auch ewig hingezogen, aber wir haben das alles durchgezogen und inzwischen sind wir jetzt doch Level 36. Das heißt, wir nähern uns dem Level-Cap von 40, so langsam in der Beta mit unseren Chars. Wir werden aber noch eine Weile brauchen. Momentan ist nämlich Folgendes. Bens PC ist mehr oder weniger kaputt. Der hat immer mal wieder Bluescreens. Ich muss gerade viel arbeiten und komme auch echt selten dazu, dann abends noch Beta zu zocken. Alleine level ich den Priest nicht weiter, weil es halt eben unser gemeinsames Projekt so ein bisschen ist. Und ich habe dann in letzter Zeit jetzt ein bisschen noch andere Games gespielt oder auch mal wieder Retail, BFA, eben WoW gespielt oder so. Aber ja, ist ein bisschen schade gerade. Ich würde gerne mehr durchziehen, aber es geht nicht. Zumal ich am Donnerstag meine Augen-OP habe und dann weiß ich eh nicht, wie es aussieht mit dem Zocken. Also es kann gut sein, dass jetzt vorerst mal das letzte Beta, wollte ich sagen, Klassik-Update hier ist für ein, zwei Wochen. Ich weiß nicht genau, wie es ist nach der Augen-OP, wie schnell ich wieder auf den Bildschirm starren kann den ganzen Tag oder so. Da müssen sich dann die Augen, denke ich mal, dran gewöhnen und ein bisschen regenerieren. Zumindest mal das eine Auge. Das zweite Auge wäre dann erst in zwei Wochen operiert. Aber ja, werden wir sehen. So, zur Stimmung in der Beta. Und zwar habe ich ein Problem. Ich finde immer noch, es sind zu wenig Leute in der Beta. Wir haben jetzt mit meinem Paladin, den ich ja auch parallel so ein bisschen levele, haben wir an zwei Tagen versucht, eine Todesmine-Gruppe zu finden. Und es war ein Desaster. Wir haben an beiden Tagen hat sich nur ein Spieler gemeldet. Ich habe Folgendes gemacht. Ich war in Sturmwind, habe Leute gesucht. Da waren vielleicht insgesamt in Sturmwind waren 6, 7 Leute online. In Sturmwind, müsst ihr euch mal überlegen. Von denen 6 bis 7 Leuten war vielleicht einer in Level Range, wo es gepasst hätte, so als Level 20, 19 oder irgendwie sowas. Dann in Westfall und im Rotkammgebirge, überall wo die Leute nämlich sind, so auf unserem Level. Ich habe es im World Chat probiert, ne? /World oder /4 oder was auch immer.
nix. Wir haben keine Todesminengruppe mehr zustande gekriegt. Die meisten Leute sind jetzt halt einfach schon 30, 40 aufwärts und treiben da ihr Unwesen. Einige twinken, so wie ich jetzt auch, dass sie eben ihren Low-Level-Char noch ein bisschen leveln, einfach als zweite Klasse, um ein bisschen auszuprobieren oder so. Aber es sind halt zu wenige. Man kriegt nicht mal mehr eine Todesminengruppe zustande. Die Leute wollen in die Beta. Blizzard lässt niemanden in die Beta. Es ist echt traurig. Es ist wirklich eine dumme Situation, die so nicht sein müsste. Ich glaube, es hat schon einen Grund, dass Blizzard die Leute nicht in die Beta lässt. Eventuell wollen sie simulieren mit dem Layering, ne? Wenn dann mal wirklich die Beta oder die Classic-Server dann in Zukunft, wenn der Hype vorbei ist und ein paar Leute aufhören zu spielen und so, wenn sie Layering ausschalten. Da habe ich nämlich heute einen Reddit-Post gelesen, dass wohl auf manchen Servern Layering inzwischen deaktiviert wurde, weil nicht mehr so viele Leute jetzt auch Beta spielen. Vielleicht wollen sie das simulieren und testen, man weiß es nicht. Oder es ist jetzt nur eine Konsequenz davon, man weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall schade, dass so wenig Leute drin sind. Es hat mich echt ein bisschen angepisst. Ich habe mich so gefreut, mit meinem Paladin Todesminen zu machen und jetzt kriegen wir einfach keine Gruppe zusammen. Und wir, dadurch, dass wir jetzt 5 Quests haben, ne, für die Todesminen, plus eigentlich noch 6, ne, die dann von Van Cleef droppt am Schluss, mir fehlt so viel Erfahrungspunkte, dass wir jetzt echt im Rotkammgebirge wirklich rote oder orangene Quests machen mussten, dass ich gerade so jetzt ins Sumpfland konnte, um dort die ersten Quests anzunehmen, die jetzt aber auch orange sind. Also es ist nie, Todesmine wäre jetzt der perfekte XP-Lückenfüller gewesen dafür. Und ich hätte es gerne gemacht auf dem Pala. Einfach nur nochmal, um zu sehen, wie es ist. Hat nicht funktioniert bisher. Ich bleib dran, vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, aber so viel zur Stimmung um die Beta. Es ist gerade echt so ein bisschen, weiß nicht, am Stagnieren, will ich jetzt sagen. Die Vorfreude von vielen ist da, von mir ist da, von Leuten, die Beta spielen, ist da. Aber man merkt jetzt doch, dass die Leute fehlen. Ganz deutlich. Dazu kommt noch eben diese ganze Server-Debatte, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Findet ihr am Ende des Videos, poste ich es in den Abspann rein. Dann könnt ihr das noch angucken, falls ihr es nicht gesehen habt. Aber ja, so ist die Situation zurzeit und ich will das Video auch gar nicht in die Länge ziehen. Deshalb machen wir an dieser Stelle Schluss. Wie gesagt, denkt dran, wegen Augen-OP dauert ein bisschen, bis wieder Videos kommen. Ich weiß nicht wann, wie lange, keine Ahnung. Ich halte euch per Twitter und Discord auf dem Laufenden, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder Neuigkeiten gibt von der Classic Beta. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.